Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Evoland 2. Wir sind hier gerade bei einem auf einem riesigen Hüter, ein fliegendes Ding. Und zwar, ich glaube, genau das, was in Wirklichkeit die ganze Zeit am Meeresboden gerockt hat. Und ich weiß gar nicht genau, was wir hier suchen. Vermutlich Ceres. Fakt ist, diese eine Stelle im Level ist auf jeden Fall nicht leicht. Der einzige Vorteil ist, dass wir relativ viel XP in dieser Stelle grinden können. Aber es sind auf jeden Fall diese Luftschlangen sehr, sehr widerstandsfähig und auch gefährlich. Und unberechenbar vor allem. Ich habe mir auch schon überlegt, sollten wir das denn wirklich nicht schaffen? Also Notiz an uns, wir sollten auf jeden Fall, wenn wir dann wieder bei einer Stadt sind, versuchen, bessere Ausrüstung zu kaufen. Ich meine, immerhin haben wir 9000 Gold. Tja, jetzt haben wir zwar die Schlangen besiegt, wieder mal. Aber um welchen Preis? Naja. Also es scheint, dass wenn vor allem das Abschießen der Schlangen sehr viel XP bringt. Meistens zumindest. Und vielleicht brauchen wir wirklich das nächste Level, damit wir das endgültig gewinnen. Der einzige Vorteil ist, dass wir die XP mitnehmen können. Aber wir sind bald. Ich weiß gar nicht, was für ein Level. Es ist schon sehr fies, dass die Schlangen auch teilweise von irgendwo kommen. Dann noch sind wir zu schwach.
So, wir sind kurz davor. Level up. 27, jetzt haben wir anscheinend 44 Angriff. Ansonsten haben wir nichts bekommen. Ob der eine zusätzliche Angriffspunkt auszahlt? Na, schauen wir mal. Scheint schon so, als wenn wir jetzt uns ein bisschen leichter tun. Ich glaube, ich free-hitte die Monster jetzt. Also die mit den Augen, die fliegen. Das nützt mir allerdings mit so wenig Lebenspunkten nicht mehr viel. Okay, was passiert jetzt? Hm. Oh, ich hätte nur vorgehen müssen. Was war das? Ich glaube, wir verlieren an Höhe. Da liegt ja nicht falsch. Diese Kreatur sinkt herab, sie wird abstürzen. Und da ist sie ja. Kuro. Fina minus Velvet. Was macht ihr denn hier? Wir sind hier, nun ja, wir sind gekommen, um euch von der Zerstörung der Zeit abzuhalten. Tut mir leid, Seras. Doch wir dürfen das nicht zulassen. Nein, ihr versteht nicht. Es muss geschehen. Und es kann jetzt ohnehin nicht mehr aufgehalten werden. Ich habe das Herz des Hüters zerstört. Er wird abstürzen und mir Zugriff auf das Projekt gewähren. Das Projekt? Was denn für ein Projekt? Ihr wisst nicht davon? Aber ihr seid doch ins Zeitalter der Magie gereist, oder etwa nicht? Ich muss schnell handeln, damit mich Professor Giro nicht am Zerstören des Projekts hindert. Oh, lebt wohl. Professor Giro? Aber ist er denn nicht tot? Offenbar nicht. Seht her, der Hüter stürzt. Oh nein. Wohin stürzt dieser Hüter jetzt? Hoffentlich nicht wieder auf Finos Dorf. Da hätten wir genau nichts gewonnen. Na toll. Seht dort drüben. Könnte das die Anomalie sein? Wie ist das möglich? Wurde sie durch den Absturz des Hüters erzeugt? Ich habe während des Absturzes eine Explosion gesehen. Das ist möglicherweise das, was Ceres meinte. Zugriff auf das Projekt im Inneren der Anomalie? Wenn das stimmt, müssen wir auf der Stelle dorthin. Wir müssen Ceres an der Zerstörung der Zeit hindern. Ich zähle auf euch, Kuro. Na dann hinein in die tolle Blase. Wieder Anomalie. Das klingt doch schon wieder so. Ach Gott, wir sind wieder hier. Zurück in der Anomalie. Hm, das war letztes Mal jedenfalls noch nicht hier. Darauf würde ich meinen antiken Lieblingsfolianten verwetten. In Anbetracht dessen, wie sehr wir das Zeitkontinuum verändert haben, gestehe ich ein, dass ich mich überhaupt nicht mehr auskenne. Wie dem auch sei, dieses Symbol sieht aus wie das auf dem Zeitstein. Stimmt. Der Zeitstein. Wenn man bedenkt, wie lange ich davon geträumt habe, tja, dann wollen wir mal danach suchen. Ah, wenn uns das Glück hold ist, führt uns das zu Ceres. Unsere Suche neigt sich im Ende zu. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir ihn auf der verfluchten Insel zurückgelassen. Oh. Na dann. Holen wir ihn mal.
Vielleicht sollten wir vorher noch ein bisschen shoppen gehen. Und zwar nach Genua. Hier müsste ja alles jetzt komplett sauber sein. Gleich betretet ihr Genua, die großartige Hauptstadt des Handels. Sorgt dafür, dass ihr keine Dummheiten macht, dann sorgen wir dafür, dass ihr in Sicherheit seid. Tja, jetzt ist hier nichts mehr verschmutzt, das ist auch toll zu sehen. Ein Shop wäre natürlich nett. Was ist das hier? Schläft jemand? Heavy? Wenn ich flach auf dem Boden liege, kann ich mit dem großen Zerstörer kommunizieren. Der große Zerstörer ist allmächtig, er wird die Welt vernichten, um sie wieder aufzubauen. Glaubt ihr, er kann mich hören? Ah ja, da war ja was mit dem Kult und so. So, hier haben wir die Gelehrten und die Minispiele. Wir wollen aber einkaufen. Da ist ein umgedrehtes McDonald's-Zeichen. Das hier wird übrigens nicht durch Produktplatzierungen unterstützt. Noch nicht. Willkommen bei McDonald's. Wir bieten seit mehr als 100 Jahren gesundes Essen an. Er ist eine echte Familienlegende. Okay. Dann. Es ist natürlich nicht so leicht, sich hier zu orientieren. Das sieht alles nicht nach Shop aus. Das hingegen schon. Oder ist das hier ein Hotel? Also ja, ein Hotel. Diese Pflanzen. Okay, was ist hier? Nach Medizin, Arzt, Ärztin aus. Früher zur Zeit des Kaiserreichs war das hier ein Waisenhaus für Kinder, die ihren Eltern den Krieg verloren hatten. Heutzutage ist das ein Heim für Leute, die von den Händlern in den Bankrott getrieben wurden und jetzt mittellos sind. Ich hätte mich lieber um die Kinder gekümmert. Den Erwachsenen geschieht es recht. Ist ihre eigene Schuld, dass sie bankrott gegangen sind, stimmt's? Warum sie es wohl getan haben, hat sie denn niemand gewarnt? Das hier ist eine große Handelsstadt und ich kann nirgendwo handeln. Was machen die da? Prophet, Patrouille. Irgendwelche Auffälligkeiten? Bloß weil die Welt bald vom großen Zerstörer vernichtet wird, heißt das noch lange nicht, dass ihr seine Existenz leugnen müsst. Nur wer dem Propheten geholfen hat, wird gerettet. Das sieht nach Waffenshop aus. Ah ja, hey da. Wir verkaufen erstklassige Qualitätswaren, alle hergestellt mit Windkraft. Bitte sucht euch nur was aus. Windkraft, sehr spannend. Na dann. Haben wir einen Angriff minus 2. Verteidigung plus 2. Okay, die können wir mal kaufen. Die Stahlrüstung. Hatte die auf Iron Mans Rüstung gehabt. Okay, vielen Dank und kommt wieder. Aber haben wir jetzt das Orikon-Schwert? Oder was für ein Schwert haben wir gerade ausgerüstet? Ja, damit haben wir zumindest jetzt mehr Verteidigung. Das sollte uns auf jeden Fall weiterbringen. Anscheinend kann man auch mit dem Orikon Erz bessere Rüstung craften, aber ist schon gut, wenn man so auch
eine kleine Verbesserung spürt. Na gut, dann können wir jetzt den Zeitstein holen. Also war das Ganze doch nicht nur eine unnötige Cutscene. Dann holen wir uns mal diesen Zeitstein. Eigentlich brauchen wir das hier eh nicht mehr. Okay, und dann wieder zurück in die Anomalie. Okay. Kommt jetzt nochmal derselbe Dialog? Oh. Nein, passt eh. Zeitstein. Ist jetzt hier aber alles wieder so wie vorher? Ich hoffe nicht. Ein Portal. Schnellkurve. Ich verstehe immer noch nicht, warum Ceres das alles macht. Wir müssen sie aber auf jeden Fall aufhalten. Solid Snail denkt daran, dass Ceres über die Macht der Waffe verfügt. Ich glaube nicht, dass wir sie ohne eine direkte Konfrontation umstimmen können. Bereitet euch auf einen Kampf vor. Oh, das haben wir gemacht. Ceres hat doch bestimmt ihre Gründe für das, was sie tut. Glaubt ihr nicht auch, Kuro? Ja. Vielleicht sollten wir uns aus der Sache raushalten. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Okay, auf ins Portal. Wow. Das sieht spacig aus. Was ist? Für war kurios. Kuro, kurios. Es scheint das gesamte Universum zu enthalten. Hä? Nein, nicht das Universum, sondern die Zeit selbst. Ceres, wo sind wir? Im Herzen der Anomalie, wo die Magier ihr großes Projekt versteckt haben. Das ist also das Projekt, aber warum wollt ihr es unbedingt zerstören? Die Magi wollten das Ende der Zeit verhindern, also ersannen sie das Projekt, um die Zeit zu krümmen. Die Zeit krümmen? Die Zerstörung des Projekts wird vermutlich die Zeit zerstören, wenn es aber selbst die geringste Chance gibt, dass sich das nicht ereignet, muss es gemacht werden. Es gibt keinen anderen Ausweg. Ihr habt Unrecht, Ceres, es gibt immer einen anderen Ausweg. Tja, wenn euch wirklich so viel daran liegt. Halt, Fina. Sie ist verschwunden. Wer wird? Nein! Solid Snail, ihr müsst kämpfen. Tja, unsere Begleiter sind jetzt weg. Ach, Kuro, ich hatte gehofft, dass zumindest ihr mich verstehen würdet. Was? Ich bin aber direkt mit dem Projekt verbunden. Warum kann ich euch nicht auslöschen? Oh, auslöschen. Wer seid ihr denn überhaupt? Was passiert jetzt? Aufwerten von Kräften, Kuros Kraft ist erwacht, jetzt könnt ihr die Zeit selbst verlangsamen. Jetzt verstehe ich. Unsere Bestimmung war es, einander nicht zu verstehen, sondern stattdessen zu bekämpfen. Naja, Ceres. Okay. Faszinierend. Jetzt haben wir selber eine Fähigkeit. Was machen die Roboter da? Okay.
sehr faszinierend. Wir können die Zeit anhalten oder langsamer machen. Können wir damit dieses Ding da zerstören? Okay, wir müssen diese Dinge also ausschalten. Hui. Okay, ich hab's verstanden. Dann nochmal auf zum Kampf. Ja, können wir das hoffentlich verspringen. Hoppala. Okay. Okay, was passiert jetzt? Oh la la. Okay. Interessant. Oh. Nicht leicht, nicht leicht. Das kann man noch nicht überspringen, ja. Also dann ist das. Dieser erste Modi ja nur ein Witz im Vergleich dazu. Oh, ich hätte vorher noch die Zeitkrümmungskraft verwenden sollen. Eigentlich sollte man dann nicht anrennen. Thank you.
Das ist jetzt noch easy hier. Oh, fies. Fies, dass sie mich vorher noch getroffen haben. Fies, fies, fies. Eine äußerst faszinierende Kraft vom Kuro. Also diese Zeitkraft, die kann sich schon sehen lassen, außer wenn... Ach Mann. Nein, oh Gott. Ja. Aber wir haben es fast geschafft. Beim nächsten Mal haben wir es vermutlich ganz raus. Ich müsste einfach nur am Anfang der Phase ein bisschen geduldiger sein. Und... ja. Meine Leben irgendwie ein bisschen... bauen. War aber auch fies, dass am Ende uns der eine diese Roboter trotzdem getroffen haben. Warum verlieren wir da gleich 11 Lebenspunkte?
Okay, jetzt haben wir relativ viele Leben. Wir können ja auch noch von oben. Okay, sehr, sehr verrückt. Uff, nein, nicht. Jetzt haben wir sie fast. Okay, 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 was zum Teufel? Was ist das? Okay, wow. Holy moly. Was passiert hier? Ich will Herzen. Nein. Wie viele Leben hat die eigentlich? Okay, das ist auf jeden Fall der Endkampf mit Ceres. Schauen wir mal, ob wir das wirklich so ob wir sie so besiegen können oder ob wir vielleicht noch das Oregon-Herz brauchen, um noch besseres Gear zu machen oder ob wir einfach ein bisschen noch mehr XP sammeln müssen. Das war's für die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.